Willkommen zurück, Leute, zu New Style Boutique. Wir befinden uns am Abend nach unserem ersten Arbeitstag, dem ersten wirklich brutal harten Arbeitstag, Blasen an den Händen und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Selina ist natürlich total im Arsch und wir haben irgendetwas Neues auf dem Handy. Oh, wir haben eine Mail. Hier kannst du deine Mails lesen. Ja, dann, oh, das wird geil. Von Vivian, glaube ich. Dienstag soll das wahrscheinlich heißen, das DIE. Hallo Selina, das war ein sehr gelungener erster Arbeitstag als Stylistin. Lena war ganz von den Socken, wie schnell du alles in dich aufsaugst. Bis morgen. Eieieiei. Dazu könnte man jetzt natürlich etwas sagen, aber ne, wir lassen das mal lieber. Es bleibt jugendfrei. Wir haben hier eine, Kundenkartei, da können wir sehen. Noch 14 Stempel bis zur Bronzemitgliedschaft, Treuestatus und so weiter. Okay, da können wir uns nochmal alle ansehen, die wir so eingekleidet haben gestern. Soll jetzt aber nicht so wichtig sein. Ich würde sagen, wir gehen schlafen. Gutes altes Schlafen gehen. Ja, wunderbar. Aber das sind noch jede Menge Fragezeichen auf dem Menü. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass wir noch das eine oder andere hier da zusätzlich kriegen können. Der Mond ist bald voll. Habt ihr das gesehen? Der Mond ist bald voll. Hi, Girlie. Sorry, dass ich hier so spontan hereinschneie. Aber ich hatte dir unbedingt was geben sollen, bevor du gestern gegangen bist. Und ich habe es natürlich total vergessen. Eieiei. Hier, ein Geschenk von Vivian und mir. Natürlich was Tolles zum Anziehen. Was sonst? Ein Geschenk. Ja, her damit. Ich will Geschenke. Als Verkäuferin bist du sowas wie ein lebendiges 3D-Werbeplakat für den Laden. Für die Kunden musst du jederzeit super stylisch aussehen. Vivian und ich machen das auch so. Du siehst ja hier meinen Layer-Look. Oh, der ist so cool. Probier ruhig total oft neue Stilrichtungen aus. So lernst du ganz nebenbei auch für den Job dazu. So, ich muss jetzt zurück zur Boutique. Probier unbedingt deine neuen Klamotten an, okay? Ansonsten könntest du auch mal mit deiner Einrichtung experimentieren und alles ein bisschen umgestalten. Das würde unsere Kunden auch wahnsinnig freuen, wenn du stylisch lebst. Ja, ist das so? Na dann. Ich find's immer supi, wenn meine Einrichtung zu meinen Kleidern passt. Du bist doch ja. Okay, Süße, ich gehe dann mal, wir sehen uns im Lucia. Lucina. Ey, das finde ich jetzt okay, dafür kriege ich ja, wirklich? Okay. Ab sofort kannst du dich in deiner Wohnung umziehen. Außerhalb eher nicht. Du kannst nun die Einrichtung deiner Wohnung umgestalten. Direkt passend zum neuen Shirt kaufen wir komplett neue Einrichtung. Streichen um und so weiter. Es ist der Wahnsinn. Wir schauen erstmal jetzt definitiv in unseren Kleiderschrank und wir haben jede Menge, wir haben ja alles. Ich raste aus. Wir haben ja alles. Oh Leute, jetzt werden wir stylisch. Jetzt passt mal auf, wie stylisch wir werden. Erstmal zoomen wir ran. So, was wollen wir denn anziehen? Erstmal ein stylisches Inner, würde ich sagen. So, warum ist das hier neu, das wir gerade anhaben? Das haben wir schon die ganze Zeit an, das ist doch Blödsinn. So, wir wollen... Ich kann hier sogar noch hochscrollen, wa? Bams, hier, da hast du es. Das ist das Inner, ja. Was packen wir da denn drüber? Ein Hauch von nichts, wa? Mal gucken. Ein Top, hier so. Wartet, ne, das hier. Oh ja, so sollte sie zur Arbeit gehen, wa? Ich denke schon. Jetzt machen wir einfach mal ein bisschen Blödsinn. Ein bisschen Blödsinn, so knapp. Mal gucken, was die sagen. Mir wurde auch mal geschrieben, mach mal alles falsch und guck mal, was passiert. Wir machen einfach mal alles falsch und gucken, was passiert. Ein Hut. Ach so, ich wollte gerade sagen, was ist das denn für ein Hut? Das ist natürlich cool. Allerdings, ja, das hier natürlich ist logisch, ne? Zack, eine stylische Brille drauf da. Ab geht das. Kette, damit das nicht ganz so nackt aussieht. Nö, brauchst du nicht. Schuhe. Brauchen wir auch nicht, wollte ich gerade sagen. Ja, mach einfach irgendwas so hier. Ist ja alles hier ganz locker, leger, würde ich jetzt mal behaupten. Wenn wir jetzt mal wegzoomen. Ja, so können wir natürlich nicht zur Arbeit gehen, ist klar. Nein, das mache ich nicht. Ist doch, nein. Ihr seid doch wohl wahnsinnig. Ich fand eigentlich, dass sie vorher immer... Genau, da machen wir einfach hier ein Outer drauf. Und so kann sie ja eigentlich auch zur Not gehen. Der Hut ist vielleicht bedenklich. Der Hut könnte bedenklich sein. Definitiv.
Ja, das ist alles ein bisschen, weiß ich nicht. Komm hier, geht doch ohne? Ich kann das gar, ich wollte gerade sagen, ich kann das gar nicht mehr wegmachen. Doch, ich kann das wegmachen. Ich würde sagen, du gehst jetzt so stumpf zur Arbeit, wa? Machst du, Selina? Hast Bock? Ich will nicht zur Arbeit. Ich will heute nicht. Das war gestern so langweilig. Ich will nicht. Du gehst. Und auch das gibt Glückspunkte. Es ist ja der Wahnsinn. So, weil sie endlich was sehen kann, ne? Ne, das ist klar. Jetzt müssten wir noch die Wohnung, könnten wir, ach, die aktuell. Das wäre die neue Wohnung. Ja. Also bleiben wir noch bei. Das ist doch super. Das ist doch vollkommen okay. Ich find's okay. So, im neuen Outfit in die Welt. Da fühlst du dich gut. Ist ein Traum. So, ab ins Lucina, Mann. Jetzt geht's aber rund. So richtig. Bin ich da? Ja, wunderbar. Wollte gerade schon wieder sagen, das funktioniert hier alles nicht. Selina, guten Morgen. Hey, gut siehst du aus. Das sind die Klamotten, die wir dir geschickt haben, oder? Freut mich, dass sie dir gefallen. Irgendwie wusste ich, dass du dir genau diese Sachen heraussuchen würdest. Das wusstest du nicht. Bestimmt nicht. Dieser Look passt total gut zu deiner Persönlichkeit, finde ich. Ich bin froh, zwei so hübsche Mitarbeiterinnen zu haben. Oh Mann, apropos. Lena rudert seit 2 Minuten so seltsam mit den Armen in der Luft. Lena, was ist denn los? Du siehst so gestresst aus. Bin ich auch total. Die ganzen Kunden gestern haben uns die halbe Boutique leer gekauft. Vivian, Selina, wir müssen etwas unternehmen und zwar schnell. Keine Sorge, das Erste, das wir heute machen werden, ist unsere Bestände auf der Modemesse aufstocken. Ich habe gestern schon alles in die Wege geleitet. Eleonore müsste jeden Moment hier sein. Wie, echt? Eleonore von der Modemesse? Oh, da ist sie schon. Ich bin so nervös. Oh mein Gott. Ach, die ist aber auch stylisch, ne? Da hast du Respekt. Da hast du richtig viel Respekt, hast du. Guten Morgen. Guten Morgen, Eleonore. Selina, darf ich vorstellen, das ist Eleonore. Sie arbeitet am Empfang auf der Modemesse. Sie wird dich dort rumführen und dir alles zeigen. Mir kommt das Grauen. Es freut mich, ihre Bekanntschaften zu machen, Selina Gomez. Vivian erklärt mir gestern, dass sie vorhat, sie heute zum ersten Mal Ware einkaufen zu schicken. Ich meine, das ist mein zweiter Tag, ich habe noch keinen Plan von gar nichts. Schick mich doch los, kauf Ware für den Laden ein, damit dieser Laden einfach mal so bankrott und pleite geht. Ist gar kein Problem, ist gar kein Problem, kriegen wir hin. Sie dachte, es wäre eine gute Idee, wenn ich sie mit ihrer neuen Aufgabe vertraut mache. Wenn es Ihnen recht ist, würde ich Sie gerne zur Modemesse begleiten. Dort besprechen wir alles Weitere. Hier, ich gebe dir etwas Geld aus der Kasse mit. 50 Euro, teilt sie gut ein. Dann könnt ihr zwei gleich los. Wir brauchen nämlich wirklich dringend Nachschub. Oh je, da kommt noch eine Kundin. Selina, könntest du dich noch schnell um sie kümmern? Bin ich eigentlich die einzige Person in diesem verdammten Laden, die arbeiten muss? Gwendolyn. Guten Morgen. Ich wollte eigentlich einen poppigen Rock. Aber sie haben gar keine da. Sehe ich das richtig? Naja, dann schaue ich mich vielleicht einfach so ein bisschen um. Da haben wir es. Keine Röcke mehr da. Eieiei. Nur keine Sorge, Vivian. Wir haben die Regale im Handumdrehen wieder aufgefüllt. Das geht so schnell, da kannst du gar nicht kurzer Rock sagen. Ach, wenn ich dich nicht hätte, Eleonore. Selina, am besten machst du dich sofort auf den Weg. Der Laden geht unter. Unsere Popröcke sind restlos ausverkauft und alles andere geht auch langsam zur Neige. Meine Güte, jetzt halte doch mal die Klappe. Lass uns doch mal was machen. Falls du also noch andere Artikel siehst, die dir gefallen, nimm sie einfach mit. Es muss auch nicht alles poppig sein. Gut. Wollen wir, Selina? Bis später, Vivian. So, dann wollen wir mal ab zur Modemesse, wa? Uns mit den wahnsinnig stylischsten Leuten der Stadt treffen. Wobei, das war ja eher im Café, ne? Da sind die Leute ja so stylisch, dass wir ausrasten können. Da wären wir. Herzlich willkommen auf der Modemesse. Ich sehe schon Bubble Pop Werbung da oben. Hier können Stylisten Artikel einkaufen, die sie ihren Kunden anbieten möchten. Wann immer sie Nachschub für das Sortiment der Boutique brauchen, zögern sie nicht, zu uns zu kommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind ihnen heute die poppigen Röcke ausgegangen. Dafür empfehle ich ihnen einen Besuch bei der Marke Bubble Pop. Deren Stand befindet sich hier im Erdgeschoss. Dort gibt es eine große Auswahl von poppigen, fröhlichen und farbenfrohen Artikeln mit lebhaftem Design wie Frock oder auch Tigerfisch. Der Wahnsinn.
Sie finden dort sicher genau das Richtige, um ihre Kunden, um ihre Kundin zufriedenzustellen. Oh, Sie können übrigens bis zu 10 Exemplare eines Artikels der gleichen Farbe in Ihrem Lager aufnehmen. Geil! Was ist das geil? Artikel unterschiedlicher Farbe werden in verschiedenen Fächern gelagert. So haben Sie eine bessere Übersicht. Das ist natürlich in jedem Laden so. Aha. Wenn Sie Ihre Einkäufe erledigt haben, berühren Sie doch einfach Karte, um mich zu rufen. Viel Spaß. Oh, ich will da nicht einkaufen gehen. Der Stand von Bubble Pop liegt im Erdgeschoss. Erdgeschoss, ab geht's. Dann gehen wir einfach mal zu Bubble Pop. Einkauf beginnen bei Bubble Pop. Bubble Pop, allzeit bereit. Ah, du bist Selina, nicht wahr? Eleonore hat mir von dir erzählt. Willkommen bei Bubble Pop. Ich bin Corinna und arbeite hier auf der Messe als Vertreterin dieser Marke. Dann auf gute Zusammenarbeit, würde ich mal sagen. Unsere Marke ist dir sicher ein Begriff oder jeder kennt Bubble Pop. Bubble Pop ist momentan im Kommen. Wunderbar. Wie du gleich sehen wirst, vertreibt Bubble Pop ausschließlich poppige und fröhliche Designs wie Fisch und Frog. Ja, für selbstbewusste Kunden, die sich über ein positives Lebensgefühl definieren, sind wir die Pflichtanlaufstelle. Poppiger als bei uns wird's nämlich gar nicht mehr. Aber wie sagt man, ein Blick sagt sicher mehr als 1000 Worte. Ja, richtig. Am besten testest du unser super Sortiment gleich mal selbst aus. Ja, wir sind hier, die Spannung ist hier unerträglich, die wir hier in diesem Part haben. Es passiert so viel. Hey, super, das steht dir perfekt. Tatsächlich ist das auch wirklich irgendwie so. Die Sachen kannst du gleich mit nach Hause nehmen, ein Geschenk von uns für dich. Oh, es lohnt sich schon, in diesem Laden zu arbeiten. Ich meine, du brauchst dir nie wieder Klamotten kaufen, habe ich so das Gefühl. Es wäre super, wenn du Gelegenheit findest, sie auch zu tragen. Ja, lassen wir direkt an, weil wir gar keinen Bock haben, uns umzuziehen. Gut, irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dich mit meinem Gequatsche von irgendwas abhalte. Habe ich auch so das Gefühl. Ach richtig, keine Sorge, den boppigen Rock, wegen dem du gekommen bist, den haben wir da, logisch. In 8 Farben, 48 Mal. Einmal kurz mitkommen, bitte. Jetzt passt mal auf, die Kundin wartet immer noch auf ihren poppigen Rock, wa? Naja. Also, was haben wir denn? Was muss ich denn jetzt hier machen? Ich habe 7534 dabei und 174 verfügbare Fächer. Ich raste aus. Ja, wir nehmen einfach mal alles mit, wa? Ja, genau. In den Warenkorb, davon nehmen wir mal 2 Stück. Ich habe zwar das Gefühl, das wird sich, das wird. Das kostet 3? Das kostet ja gar nichts. Und das bringt mir jedes Mal Freude. Ich muss doch jetzt nicht jeden einzelnen. Dankeschön, wir freuen uns schon auf deinen nächsten Besuch. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt lass mich in Ruhe einkaufen, Mann. Da habe ich bestimmt was falsch gemacht. Ich wollte gerade sagen, willst du mich jetzt wohl nicht schon wieder fertig machen hier und mich volllabern. Ey, macht's nicht so kompliziert, ich bitte euch. Nicht so kompliziert. Ach so, okay, das ist jetzt im Waren. Ah, okay, ich kann das dann später machen. Alles klar. 7,60 Euro. Hier muss man echt aufpassen, wa? Outer, wir nehmen alles mit, weil poppig ist trendy, trendy, trendy. Und wir haben ja gehört, wir brauchen davon ein bisschen mehr, durchaus. So, jetzt können wir nämlich in der. Ja, guckt mal, jetzt macht das auch alles Sinn. Boah, der ist ja arschteuer. Ist mir egal. Wir haben's ja. Ach, wir haben's. Wir haben es sowas von. Und von diesen Röcken, ich muss auch ein bisschen bedenken, wie lange geht das Let's Play, wie viele Röcke werde ich in der Zeit wohl verkaufen? Ich weiß es nicht. So, 267,90, das sieht doch jetzt mal auch nach einer richtigen Lieferung aus. Das ist doch meine Ansage. Der nächste Besuch findet irgendwann mal statt. Ja, wir gucken aber uns jetzt erst noch ein bisschen auf der Messe um. Bei Choralle. Klassisch feminine Designs und erwachsene Schnitte für ein damenhaftes Image. Klasse. Herzlich willkommen bei Choralle. Vivian hat mir schon ein bisschen über sie erzählt. Sie schien richtig gehend begeistert zu sein, sie entdeckt zu haben. Es fielen Worte wie treffsicherer Modegeschmack und sehr sympathisch. Aber ich sollte mich auch langsam einmal vorstellen. Mein Name ist Adele. Ja, die Sängerin. Hier bei uns bei Choralle. Choralle dreht sich alles um damenhafte Mode. Vom eher formellen Büroschick bis zu weiblich eleganten Kleidern für Partys und Empfänge. Ja, ja. Mit unseren Stücken können ihre Kundinnen in alle Lebenslagen, feminin und erwachsen auftreten. Ja, Mann, ist ja gut. Ich bin sicher, sie werden mit dem Sortiment von Choralle bei ihrer Kundschaft sehr erfolgreich sein. Darf ich Sie jetzt bitten, einmal hier rüber zu kommen? Oh, kriegen wir gleich wieder geschenkte Sachen. Finde ich jetzt aber nicht so gut wie das davor.
Das steht Ihnen ausgezeichnet. Die Größe scheint auch genau hinzukommen. Die Stücke sind ein Geschmack. Ein Geschenk von uns an Sie. Es würde uns ehren, wenn Sie sich auch im Alltag für unsere Mode entscheiden würden. Darf ich Ihnen nun den Rest unseres Standes zeigen? Gerne. Das ist ja der Grund, warum ich hier bin, ne? Der Grund, warum ich hier bin. So. Mitnehmen. 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 Uns gehen die Fächer aus, wa? Na, eigentlich nicht wirklich. Ich meine, so viel Kram haben die hier alle nicht. Daher können wir auch ganz locker alles mitnehmen. Ihr habt doch Schuhe im Angebot. Dann nehmen wir die auch mit. So. Ja, genau. Dann jetzt auf den Warenkorb direkt und nehmen wir mal. Boah, die sind teuer. Aber ich würde sagen, immer so. Ja. Immer so ein bisschen was dabei, ne? Schuhe hat bisher noch niemand, wollte bisher noch niemand kaufen. Deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger, glaube ich, weil irgendwie Schuhe gehen hier nicht so weg bei uns. Kann natürlich sein, dass wir am nächsten Tag, da verkaufen wir nur Schuhe, gar nichts anderes mehr. Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich hoffe, wir können Sie bald wieder begrüßen. Eigentlich mag ich Sie nicht. Ich musste nur nett zu Ihnen sein, damit Sie was kaufen. Jetzt hauen Sie endlich ab, verdammt. So, hier gibt es nichts. Das ist schön. Dann können wir wieder zurück zur Karte. Sie scheinen ja gefunden zu haben, was Sie wollten. Eines sollten Sie noch wissen. Artikel, die Sie hier kaufen, werden sowohl zu Ihrer Boutique als auch zu Ihrer Wohnung geliefert. Aha. In der Boutique bekommen Sie die zum Verkauf bestimmten Artikel. In Ihrer Wohnung schicken wir pro Artikel ein Musterexemplar zu Ihrer freien Verfügung. Dufte. Je mehr Sie kaufen, desto mehr Kleidungsstücke haben Sie auch privat zur Verfügung. Ist das nicht super? Zögern Sie nicht, diesen Service in Ihrer Kaufentscheidung mit einzubeziehen. Oh je, jetzt hätte ich fast vergessen, dass in Ihrer Boutique eine Kundin auf Sie wartet. Ja sicher, als ob. Als ob. Sie sollten schnell dorthin zurückkehren und ihr das neue Stück präsentieren. Aber rennen Sie nicht zu schnell. Wenn Sie sich ein Bein brechen, ist niemandem geholfen. Bis dann und vielen Dank. Ein Elend. Ein Teufelskreis, würde ich fast sagen. So, wir haben die Modemesse überstanden, Leute. Wir sehen uns damit im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Tja, die Modemesse ist nicht so spannend. Man kann das, glaube ich, ganz klar so sagen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal, wenn wir wieder ordentlich die Kunden bedienen. Ja, wow, das wird ein Spaß. Bis dann und ciao.